So, ich schreibe nochmal den Ausgangspunkt der Aufgabe an die Tafel, nämlich wir hatten uns mit Quadraten beschäftigt, mit smarten Quadraten und festgestellt, also was sind smarte Quadrate? Wenn ich zwei Quadrate aneinander lege und ein drittes Quadrat entsteht, ohne dass kleine Quadrate übrig bleiben oder dazukommen. Ne? Also wir haben hier, und dann haben wir eine Lösung gefunden gehabt in dem einen Video schon, nämlich 3 Quadrat plus 4 Quadrat ist gleich 5 Quadrat. Ne? 3 Quadrat ist 16, 4 Quadrat ist, Entschuldigung, 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16 und 9 plus 16 ist 25, ist 5 Quadrat. So, okay. Das war der Ausgangspunkt. Und eure Aufgabe war, weitere smarte Quadrate zu finden. Wie seid ihr da vorgegangen? Mir geht es jetzt hauptsächlich um die Strategien, wie ihr rangegangen seid, um die Muster und Strukturen zu finden. Lorelei Gilmore, bitte. Okay, sehr schön. Du hast ja viele Quadrate aufgemalt, ausgeschneidet und ausgeschnitten. Ja, wir sind ja in Mathematik und nicht in der Germanistik. Ausgeschnitten und hingelegt. Ja, das heißt, du hast wirklich die Quadrate hingelegt, so wie wir das in dem Video gemacht haben. Okay. Wer ist anders vorgegangen und hat andere Strategien gehabt? Walter White. Mhm. Ja. Okay. Okay. Also hast du überlegt, es geht ja eigentlich bei den Quadraten, was ist ein Quadrat? Ist ein Rechteck, bei dem die Seitenlängen gleich lang sind und der Flächeninhalt, darum ging es ja letzten Endes, ne, ist a mal a oder a Quadrat. Du hast sozusagen gesagt, ja gut, ich muss ja gar nicht die Quadrate betrachten, ich kann ja eigentlich nur die Quadratzahlen betrachten und zwei Quadratzahlen suchen, die addiert eine dritte Quadratzahl geben. Und jetzt kann man sich hinsetzen und irgendwie im Kopf überlegen, was waren nochmal die Quadratzahlen und so. Und dann bist du sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hast gesagt, ich schreibe mir die Quadratzahlen mal hin, um, also nicht alle natürlich, weil es unendlich viele sind, aber so die ersten 10, okay. Dann machen wir das doch mal, oder? Schreiben wir mal die ersten 10 Quadratzahlen hin. Wo mache ich das? Mache das hier mal nach rechts. Da muss man schauen wegen dem Platz. Ja, machen wir mal hier hin. Also, 1 mal 1, damit fangen wir mal an, ist 1. 2 mal 2 ist 4. 3 mal 3 ist 9. Ich mache das jetzt kurz mal, ne? 4 mal 4 ist 16. 5 mal 5 ist 25, 6 mal 6 ist 36, 7 mal 7 ist 49, 8 mal 8 ist 64, 9 mal 9 ist 72 und 10 mal 10 ist 100. Bitte? Ja? Aber was habe ich? Sein Quatsch. Danke, ja, ja. Das war Absicht. Ich wollte schauen, ob ihr den Fehler bemerkt. Ja, auch Mathe-Profs verrechnen sich mal, ist okay. Gut. Okay. Jetzt haben wir da eine Reihe von Quadratzahlen. Was könnte man jetzt machen als nächstes? Naja, wir sind auf der Suche nach smarten Quadraten. Also was könnten wir jetzt machen? Ja? Genau, du hast jetzt einfach geschaut, welche zwei von denen ergeben eine dritte. So. Zum Beispiel? Ja? 36 plus 64 ergibt 100. Also 6 Quadrat plus 8 Quadrat ist gleich 10 Quadrat. Ne? Gibt es noch weitere smarte Quadrate hier in dem Bereich? Gibt es noch weitere?
Ihr habt doch welche gesucht zu Hause, oder? Müsst ihr noch weitere gefunden haben. Coco. Okay, weiter als 10. Dann sag mal, wie hast du noch gefunden? 5 mal 5, 5 Quadrat. 9 Quadrat und 12 Quadrat. Was ist 9 Quadrat und 12 Quadrat? Ja, 144, genau. Und 81 plus 144 ist 225 und das ist 15 Quadrat. Okay. Weitere? Ja? 12 Quadrat plus? 12 Quadrat plus 16 Quadrat. 12 Quadrat ist 144, haben wir gerade gesagt. 16 Quadrat ist 256. Kleine Seitenbemerkung. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ihr müsst gute KopfrechnerInnen sein. Ab nächster Woche könnt ihr alle Quadratzahlen bis 20 Quadrat auswendig. Okay? Wer sie nicht kann, aufschreiben. Gut, 12 Quadrat plus 16 Quadrat, also 144 plus 256 ist 400 und das ist 20 Quadrat. Okay. Weitere? Ja. 5 Quadrat und 12 Quadrat. Okay, 5 Quadrat ist 25, 12 Quadrat ist 144. 25 plus 144 ist 169 und das ist was? 13 Quadrat, genau. So, okay. Also ihr seht, das ist eine gute Strategie, sich die aufzuschreiben, aber vielleicht wäre es eine gute Strategie, sie sich bis 20 Quadrat aufzuschreiben, damit man noch mehr findet, ne? Und wenn man dann fertig ist und keine weitere mehr findet, könnte man sich die Zahlen bis 30 Quadrat nochmal aufschreiben und dann schauen, ob man noch weitere findet, um eine schöne Liste von smarten Quadraten zu haben. Ja, Einstein. Einstein. Ja. Wie hast du es denn gemacht? Und zwischendurch hat man dann festgestellt, wenn ich jetzt zwei Quadratzahlen zusammenrechne, ergibt es keinen. Ja. Genau. Ja. Also man könnte ja jetzt noch, keine Ahnung, 3 Quadrat plus 5 Quadrat probieren. 3 Quadrat plus 5 Quadrat, 9 plus 25 ist 34, aber 34 ist keine Quadratzahl, also sind es keine smarten Quadrate. Wir haben jetzt nur die aufgeschrieben, bei denen es geklappt hat. Und es steht ja noch die Frage im Raum, gibt es unendlich viele? Wir haben jetzt ja nur ein paar gefunden. Okay. Wie könnte man weitermachen, um zu begründen, dass es unendlich viele gibt? Herr Nilsson. Wir hatten uns überlegt, wie man denn diese Quadrate legen kann. Mhm. Okay. Sehr schön. Also erstmal, wir haben einfach ein bisschen rumprobiert, ist eine gute Strategie. Ja? Also, nicht scheuen, einfach mal ein bisschen rumzuprobieren, aufzuschreiben. Oftmals sitzt man vor einem Blatt Papier und macht nichts, weil man denkt, man will nichts Falsches aufschreiben. Aber das ist ja keine gute Strategie. Ihr schreibt einfach alles auf, was euch einfällt und versucht es zu zeichnen und so weiter. Und dann sieht man vielleicht etwas. Also lieber etwas hinschreiben, statt es nicht hinzuschreiben. So, ihr habt jetzt Bilder gemalt und daran versucht, Formeln aufzustellen. Machen wir mal. Wie sieht denn so ein Bild aus? Kannst du das mal versuchen zu beschreiben? Erstmal das eine Quadrat von dem 3 Quadrat und 4 Quadrat gemacht. Das heißt, wir hatten erstmal das 4 auf 4 Quadrat gemacht. Also ihr zeichnet das 4 auf 4 Quadrat. Das zeichne ich jetzt hier mal hin. Okay. Mhm. So, ihr habt das 4 Kreuz 4 Quadrat hier und hier rum kann ich das 3 Kreuz 3 Quadrat legen, die 9. Na, ich schreibe das mal hier rein, also hier ist 4, da ist 4 am Rand. So, warum passt jetzt hier 9 rein? Warum kann ich die 9 da passend drum rumlegen? Ja? Wenn man
4, die beiden an der Seite bewegen muss und dann noch. So, genau. Hier liegen 4, da liegen 4 am Rand. Also jeweils, ich lege jeweils 4 an die Seiten des Quadrats. Und dann ist noch eine Ecke unten übrig. Das eine letzte Quadrat, das ich da reinlege, das habe ich meine 3 kreuz 3, 9 Quadrate drumherum gelegt. Okay. Klappt das nochmal mit etwas anderem hier? Ja? Okay, man könnte sich daraus eine Formel basteln, mit der man nach anderen Quadraten suchen kann. Wie habt ihr das gemacht? Einstein. Zwei Formeln geben muss einmal für gerade und ungerade Zahlen. Okay. Wenn wir 4 haben, dann hätten wir die Formel, also x praktisch als 9 Quadrat ist gleich 2a plus 1. Okay, also wenn wir hier an den Seiten die Seitenlängen a haben beim Quadrat, ne? Dann kann man sich ja direkt ableiten, wie groß das andere Quadrat sein muss, nämlich a plus a, das an den Seiten gelegt ist, plus 1. Das heißt, hier, diese Fläche hier ist a Quadrat und die Fläche am Rand, wie lautet die Formel? Ja, your amazingness. Was ist gleich 2a plus 1? Ja, und wie könnte man das formelmäßig beschreiben? Ja? B Quadrat. B Quadrat ist 2a plus 1. Das heißt, wenn ich ein a habe, kann ich schauen, ob 2a plus 1 ein Quadrat ist. Manchmal ist das der Fall, manchmal nicht. Ja? Also zum Beispiel hier, wenn ich 6 nehme, also 6 als a, dann hätte ich hier 36. Und dann setze ich hier 6 ein in die Formel. 2 mal 6 plus 1 ist 13, kein Quadrat. Okay, kein smartes Quadrat gefunden. Ja? Wenn ich hier die 9 einnehme, 9 Quadrat hat hier 81, und jetzt setze ich hier mal 9 ein, 2 mal 9 plus 1 ist 19, auch kein Quadrat. Okay, so kann man sie natürlich jetzt beliebig oft versuchen, smarte Quadrate zu finden und findet sie nicht. Sieht jemand einen anderen Weg, wie man mit der Formel sofort unendlich viele smarte Quadrate finden kann? CR7? Also was wir gemacht haben, ja. Okay. Ah, ihr habt die in GeoGebra eingegeben, also ihr habt ein Computerwerkzeug benutzt, sagen wir mal, um euch dann die ganzen Lösungen anzeigen zu lassen. Okay, auch so eine gute Idee. Ja. Das könnte man machen, ja? Okay, du hast die Formel umgestellt. Genau, du gehst andersrum vor. Ne? Also du gehst vom b aus und bestimmst das a. Also a ist gleich b Quadrat minus 1 durch 2. Also wenn ich von dieser Formel ausgehe, b Quadrat gleich 2a plus 1, da kann ich hier beliebige a's einsetzen, finde manchmal raus, dass es ein Quadrat ist, manchmal nicht. Und dann ja, ist es halt sehr mühsam. Du gehst andersrum vor und suchst dir b Quadrate und bestimmst das a da draus. Für welche b Quadrate funktioniert diese Formel? Ja? Ungerade. Warum? Genau, wenn b Quadrat ungerade ist, ich ziehe 1 ab, dann ist im Zähler eine gerade Zahl. Nur die kann ich durch 2 teilen und dann kommt eine natürliche Zahl a heraus. Ja? Also nimm mal ein ungerades b Quadrat, zum Beispiel 9,
9 minus 1 ist 8, durch 2 ist 4, also a gleich 4, a Quadrat gleich 16. Das haben wir hier noch nicht stehen, ne? 9 Quadrat, ne, 9, ach nee, doch, das haben wir hier, das wäre das hier, ne? 3 Quadrat plus 4 Quadrat, genau. Oder wir nehmen anderes b Quadrat, zum Beispiel 49, nehmen wir das mal. Hier haben wir noch nichts mit 7 stehen, ne? Nehmen wir mal b Quadrat gleich 7 Quadrat. Das ist ein ungerades Quadrat, 49. Wir ziehen 1 ab, 48, durch 2, 24. Das heißt, a ist 24. Also müsste 7 Quadrat plus 24 Quadrat auch ein smartes Quadrat sein. Was ist 24 zum Quadrat? Ja? 576. Schreib es mal drunter. 576. 7 Quadrat ist 49. Das heißt, in der Summe kommt raus 50 addieren, ne? 576 plus 50 ist 626 und noch 1 abziehen, weil wir eigentlich nur 49 addieren mussten, also 625 und 625 ist 25 zum Quadrat. Cool. Nur weil wir hier eine ungerade Quadratzahl genommen haben, 1 abgezogen, durch 2 geteilt, schon haben wir das a rausgekriegt für das andere Quadrat. Kann jetzt jemand begründen, warum es unendlich viele smarte Quadrate geben muss? Ja. Weil es unendlich viele Zahlen gibt. Unendlich viele welche Zahlen? Unendlich viele ungerade Quadratzahlen. Ja? 1, 9, 25, 49, 81 und so weiter. Jede zweite Quadratzahl ist eine ungerade Quadratzahl. Jede zweite Quadratzahl kann ich hier einsetzen und ein smartes Quadrat rauskriegen. Schön. Sind das alle smarten Quadrate? Reisende? Also wir hatten, bevor wir das mit dem ungeraden Quadrat gecheckt haben, haben wir schon festgestellt, dass man ja entweder zwei Seiten nehmen kann oder auch vier Seiten. Wir hatten deswegen von Anfang an die 2a plus 1 Formel und eine 4a plus 4 Formel. Genau. Genau. Sehr schön. Also, ihr habt noch folgende Überlegung. Ich fasse es nochmal laut zusammen. Also, das ist nur ein mögliches Bild. Dieses Bild hilft dabei, unendlich viele smarte Quadrate zu finden, indem wir von den ungeraden Quadratzahlen ausgehen. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Man wird hier noch smarte Quadrate finden, die nicht dem da entsprechen. Zum Beispiel hier, 12 Quadrat plus 16 Quadrat. Eins von beiden müsste ja ungerade sein, um dazu zu passen. Ist es aber nicht. 12 Quadrat und 16 Quadrat. Das muss irgendeine andere Struktur haben. Oder hier, 6 Quadrat plus 8 Quadrat gleich 10 Quadrat. Das passt auf eure zweite Struktur, ne? Und die zweite ist, ich nehme das a Quadrat und leg drumrum das andere Quadrat, komplett, in einer Reihe. Dann habe ich hier a, 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 a. Und wie lautet die Formel? B Quadrat ist gleich 4 mal a plus die vier einzelnen hier in der Ecke. Neue Struktur gefunden. Ein neues Muster gefunden in den smarten Quadraten. Ja? Diese beiden hängen viel enger zusammen, als man denkt. Warum? Man kann das Bild umstrukturieren, dass es so ähnlich aussieht wie das hier. Das obere A quasi und das linke A an das rechte A und das
Genau. Ich male mal das Bild, wie es hier ist. Okay. A1A. Und jetzt kann ich doch hier noch das andere A anlegen von oben und das hier, das linke, nach rechts holen und dann hier unten die anderen drei einzelnen noch dranlegen. Jetzt habe ich A Quadrat und das sind 4A plus 4. Und jetzt kommt man auf den Gedanken, wie die weiteren Strukturen noch alle aussehen könnten. Warum nicht hier unten eine weitere Reihe dranlegen? Und noch eine weitere ranlegen und so weiter und so weiter. Wir beenden das hier. Okay? Ihr könnt euch beliebig tief in diese Aufgabe hier eindenken. Die kommt so ein bisschen unscheinbar daher. So, ja, wir legen da so Quadrate zusammen, dann gucken wir mal, ob ein drittes Quadrat rauskommt. Aber an dieser einen Aufgabe, und deswegen setze ich die schon am Anfang ein, kann man unglaublich viel Mathematik machen und lernen, wie man Mathematik macht. Was habt ihr gemacht? Ihr habt versucht, Muster und Strukturen zu finden. Ihr habt Bilder gemalt, um die Strukturen zu sehen. Hier sieht man wunderbar eine Struktur. Ihr habt auch Formeln aufgestellt. Die Formel hier und das Bild hier sind praktisch identisch, könnte man sagen. Die stellen denselben Sachverhalt dar. Hier kann man sich schön vorstellen mit Quadraten. Hier ist man eher in der Welt der Algebra mit Quadratzahlen. Das ist aber praktisch das Gleiche. Man kann sich an dem Bild und an der Formel dann tatsächlich auch herleiten, begründen, dass es unendlich viele smarte Quadrate gibt. Dummerweise findet man mit dieser einen Formel nicht alle smarten Quadrate, weil es noch andere Strukturen gibt. Okay? Und jetzt könnte man versuchen, die ganz allgemeine Formel zu finden. Die Formel, mit der man sofort alle smarten Quadrate ausrechnen kann. Wer Lust hat, kann es machen. Wir beenden das hier, weil es mir nur darum ging, mit euch die Strategien mal einzuüben und kennenzulernen. Bild, Zeichen, Skizze machen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist eine Tabelle. Das geht schon sehr stark in die Richtung Tabelle. Wir hätten noch eine Tabelle machen können mit A, B, C und die Werte eintragen. Also Tabellen machen, Skizzen machen, versuchen Formeln aufzustellen und anhand der Strukturen, die man gefunden hat, zu versuchen, bestimmte Dinge zu begründen. Das sind die Grundtechniken, die ihr jetzt auch braucht bei den weiteren Aufgaben. Zum Beispiel beim neuen Kapitel, wenn es darum geht, Muster in Zahlen folgen und in Rechnungen zu entdecken. Also denkt dran, wenn ihr die neuen Aufgaben bearbeitet, Tabelle machen, Skizze machen, versuchen mit Tabellen und Skizzen die Struktur zu erkennen und dann zu versuchen, das vielleicht sogar noch in eine Formel zu schreiben, sodass man die Struktur sozusagen mal allgemein abstrakt ausgedrückt hat. So, das ist das Werkzeug, das ihr bei den weiteren Aufgaben braucht. Wer an der allgemeinen Formel interessiert ist und es nicht selbst ausprobieren möchte, da kann man sich schon ein bisschen länger mit beschäftigen, der kann das auch googeln. Die smarten Quadrate haben nämlich eigentlich einen richtigen Fachbegriff. Klar, die heißt nicht smarte Quadrate in der Mathematik, sondern das sind sogenannte pythagoräische Zahlentrippel. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, Pythagoras muss da irgendwas mit zu tun haben. Wegen a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ne? Pythagoräische Zahlentrippel. Und da könnt ihr mal nach Google und gucken, wie findet man die alle. Da gibt es Formeln, mit denen man beliebig viele finden kann. Ja? Okay.